Willkommen zurück hier vor Hochrodga. Wir gehen da jetzt rein und sprechen mit Arngeier. Ich bin ehrlich, ich habe dieses Gespräch gerade schon geführt und habe vergessen dabei, die Pause rauszunehmen. Ja, war sehr schön. War wirklich sehr schön. Arngeier. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Ich muss den Schrei lernen, der Alduin besiegt. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Er spielt es eine Rolle? Ja. In solch schwerwiegenden Angelegenheiten müssen wir wissen, wo ihr steht. Oder auf welcher Seite. Ich habe nichts zu verbergen. Die Klingen haben mir geholfen, etwas darüber herauszufinden. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Die Klingen helfen mir nur, ich bin nicht ihre Marionette. Nein, nein, natürlich nicht. Vergebt mir, Drachenblut. Ich war euch gegenüber ungehalten. Aber hört meine Warnung. Die Klingen sagen zwar, dass sie jedem Drachenblut dienen, aber dem ist nicht so. Dem war noch nie so. Und könnt ihr mir diesen Schrei beibringen? Nein. Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Was ist an Drachenfall so schlimm? Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Und wenn der Schrei verloren ist, wie kann ich Alduin dann besiegen? Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Wer ist Partonax? Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Warum bin ich ihm noch nicht begegnet? Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Wie gelange ich zum Berggipfel, um ihn zu sehen? Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt, wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Partonax öffnen könnt. Oh ja, bitte. An dieser Stelle ist mir dann eben aufgefallen, oh Scheiße, die Pause läuft noch. Weil meine Spinne genau hier stand und alles blockiert hat. Und ich dann nachgucken wollte, wie viele Minuten haben wir jetzt schon, kann ich das gerade nochmal neu machen und die Spinne woanders hinstellen. Und dann habe ich gesehen, die Pause, sie leuchtet noch, so eine Scheiße.
Oh Mann, brauchen die lange, um da hinzukommen. Kann ich? Ja. Der Pfad zu Parthenax beginnt hinter diesem Tor. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Nutzt es weise. Wolkenloser Himmel wird den Nebel wegwehen, aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Parthenax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu diesem Parthenax. Ich aktiviere mal gerade noch die anderen, die ich habe. So, jetzt aber schleunigst hier durcheilen. Ja, du oller Eisgeist. Geh weg jetzt. Oh, ich hab zu früh gedrückt. Egal. Passiert. Oh, du aller Eistroll. Geh weg jetzt. Du bist nicht mal die Mühe wert, dass ich dich plünder. Lochquakur. Ich mag die Aussprache. Lochquakur. Oh, du aller Eisgeist. Mann, geh mir nicht auf den Sack. Diese Ziegen müssen verdammt gut sein in diesem Schrei, wenn die sich hier oben so problemlos bewegen können. Und der Weg hinauf ist ganz schön lang. So, ich glaube, ab dieser Stelle wird es Zeit, dass wir nochmal den Schrei wechseln. Den brauchen wir gleich. Jene unter euch, die Skyrim gespielt haben, werden wissen, warum.
Für alle anderen, ich erkläre es euch gleich. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Ich bin, wie mein Vater Akatosh mich erschaffen hat. So wie auch ihr, Dovahkiin. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Ich muss den Drachenfallschrei lernen. Könnt ihr ihn mir beibringen? Deckung. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Feueratem. Ach, hätte ich gar nicht. Ah, scheiße. Egal. So zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Sterblichen. Selbst für ein Dovahsos. Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Könnt ihr mir den Drachenfallschrei beibringen? Ah, ich habe euch erwartet, Proda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen, nur für ein Tinwag mit einem alten Dovah. Nein, ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Woher wusstet ihr, dass ich nach Drachenfall suchen würde? Alduin, Komet Tiit. Was sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tum, den ihr sucht, nicht. Krossis, ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art, Jor, Sterbliche, als Waffe gegen die Dorf, die Drachen erschaffen. Unsere Hadrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Wie kann ich ihn dann lernen? Drem, alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tum lernen? Mir gefällt diese Welt. Sie darf nicht untergehen. Prusa,
Dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung, wenn auch nicht alle. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalpa. Lane, Vokin, würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Schwierig, schwierig. Ich bin hier, um mit euch über Philosophie zu diskutieren. Die nächste Welt wird sich um sich selbst kümmern müssen. Ist richtig. Die nächste Welt wird sich um sich selbst kümmern müssen. Pass. Eine anständige Antwort. Rofus. Vielleicht bringt ihr nur die Kräfte ins Gleichgewicht, die darauf hinarbeiten, das Ende dieser Welt zu beschleunigen. Selbst wir, die wir auf den Strömungen der Zeit dahingleiten, sehen nicht, was hinter dem Ende der Zeit liegt. Vulcitit los Tachrodis. Wer versucht, das Ende zu beschleunigen, wird es vielleicht verzögern. Wer darauf hinarbeitet, das Ende zu verzögern, bringt es vielleicht näher. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Crossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Wisst ihr, warum ich hier lebe? Auf dem Gipfel des Monarven, den ihr den Hals der Welt nennt? Nein, Drachen mögen doch die Berge, oder? Richtig. Aber nur wenige erinnern sich daran, dass dies genau die Stelle war, an der Alduin von den alten Zungen besiegt wurde. Warucht Unslaat. Vielleicht kann nur noch ich mich daran erinnern, wie er besiegt wurde. Und mit dem Drachenfallschrei, richtig? Ja. Und nein, wie Gnus Nikron, Alduin wurde nicht wirklich besiegt, denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten, aber das war nicht genug. Ork Mulag Unslaad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Eine Schriftrolle der Alten? Was ist das? Wie soll ich das in eurer Sprache erklären? Die Dorf haben Wörter für solche Dinge, die Jorre nicht haben. Es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht, doch es hat immer existiert. Rach Vachlan, sie sind Fragmente der Schöpfung. Die Kelle, Schriftrollen der Alten, wie ihr sie nennt, wurden häufig für Prophezeiungen verwendet. Ja, eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten. Aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht. Sophas Suljek. Wollt ihr damit sagen, dass die alten Nord Alduin in die Zukunft geschickt haben? Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden, für immer verloren, Meje. Ich wusste es besser, Tid Bo Amativ. Die Zeit fließt ständig weiter,
als würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Wie soll mir das weiterhelfen? Tid Krent. Die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord-Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde, mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Wisst ihr, wo ich eine Schriftrolle der Alten finden kann? Krossis, nein. Ich weiß wenig von dem, was sich in den langen Jahren ereignet hat, seit denen ich hier lebe. Ihr seid vermutlich besser informiert als ich. Der Wahrer des Wissens der Akademie von Winterfeste könnte es wissen. Vertraut euren Instinkten, Dovahkiin. Euer Blut wird euch den Weg weisen. Was mache ich mit der Schriftrolle der Alten, wenn ich sie gefunden habe? Bringt es hierher zurück, zur Tid Achran. Dann Kelle Womindog. Nichts ist bei solchen Dingen gewiss. Doch ich glaube, das Band der Schriftrolle mit der Tid Achran wird euch ein Gesicht, eine Vision des Augenblicks seiner Entstehung zeigen. Dann werdet ihr Drachenfall spüren, es kennen in der Macht seiner ersten Ausdrucksform. Ihr werdet sie sehen, Wut Fadon, meine Freunde, Hakon, Gormleit, Feldir. Hakon, Gormleit, Feldir? Wer sind sie? Die ersten Sterblichen, die ich die Dun gelehrt habe. Die ersten Zungen. Die Führer der Rebellion gegen Alduin. Sie waren mächtig zu ihrer Zeit. Allein der Versuch, Alduin zu besiegen, Zachorthun. Die Nord hatten seitdem viele Helden. Aber keine größeren. Wie konnte eine Schriftrolle der Alten Alduin durch die Zeit bewegen? Womindog, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie dabei das Wissen darüber aus der Zeit selbst gelöscht. Die Doof sind Kinder von Akatosh. Darum sind wir besonders eingestimmt auf den Fluss der Zeit. Vielleicht auch auf einzigartige Weise verwundbar. Ich habe sie vor einem so voreiligen Handeln gewarnt. Selbst ich konnte die Folgen nicht vorhersehen. Nust Nihorn, sie wollten nicht auf mich hören. Ihr meint, ihr wart dort? Ja, einige von uns rebellierten gegen Alduins Tour, seine Tyrannei. Wir halfen den Menschen, ihn zu stürzen. Aber sie vertrauten uns nicht. Ni'ov, sie hielten ihre internen Ratsversammlungen vor uns verborgen. An dem Tag von Alduins Sturz war ich weit fort. Aber alle Doof haben den Bruch der Zeit selbst gespürt. Was bewirkt der Drachenfallschrei? Das kann ich euch nicht genau sagen.
Ich habe ihn noch nie gehört, Kogan. Der erste Tum, der allein von Sterblichen erschaffen wurde. Es heißt, er würde einen Drachen zwingen, das Konzept der Sterblichkeit zu erfahren. Eine wahrhaft von Mindoran. Unverständliche Vorstellung für die unsterblichen Dorf. Ihr seid der Meister der Graubärte. Kommen andere hierher, um sich ausbilden zu lassen? Ich lehre den Weg der Stimme schon seit Jahrhunderten. Und die Tuum schon viel länger. Aber nein, Dovahkiin. Niemand kommt mehr hierher, um sich ausbilden zu lassen. Saran, ihr seid der Erste in über 100 Jahren. Ich meditiere über die Rotmulag, die Worte der Macht. Ich erteile Rat über ihre Anwendung. Das genügt mir. Ihr meditiert über die Worte? Wie? Ein Wort der Macht zu kennen bedeutet, seine Bedeutung in sich aufzunehmen. Meditiert über die Bedeutung eines Rotmulag. Während dieses Wort euch ganz erfüllt, werdet ihr ihm näher kommen. Werde ich es euch lehren, Dovahkiin? Welches Wort ruft bei euch tieferes Verständnis hervor? Es gilt drei zu meistern. Fuß, Feim und Joll. Fuß. In eurer Sprache wird es Kraft genannt. Doch so wie ihr der Welt einen Stoß gebt, so gibt die Welt den Stoß zurück. Denkt daran, wie Kraft ohne Anstrengung angewandt werden kann. Stellt euch ein bloßes Flüstern vor, das alles, was ihm im Weg steht, zur Seite stößt. Das ist Fuß. Lasst euch von seiner Bedeutung erfüllen. Zum Arg Mora. Ihr werdet der Welt einen stärkeren Stoß geben, als sie zurückgibt. Ich möchte über ein Wort der Macht meditieren. Das Nein! Es heißt, er würde einen Drachen zwingen. Welches spricht zu euch, Dovahki? Beim. In eurer Sprache bedeutet es dahinschwinden. Sterbliche empfinden eine stärkere Verbundenheit zu diesem Wort als die Doof. Jeder Sterbliche schwindet mit der Zeit dahin. Doch der Geist besteht weiter. Denkt über die Bedeutung des Geistes nach. Unslad Sihi. Wo sterbliches Fleisch schwinden und vergehen kann, hat der Geist Bestand. Das ist Feim. Lasst euch von dieser Bedeutung erfüllen. Zum Arg Mora. Ihr werdet feststellen, dass euer Geist euch mehr Stärke verleiht. So, wir machen noch schnell das letzte Wort. Welches spricht zu euch? Jol. In eurer Sprache bedeutet das Wort einfach Feuer. Veränderung, der eine Form gegeben wurde. Macht in ihrer ursprünglichsten Gestalt. Das ist die wahre Bedeutung von Jol. Soljek, Macht. Ihr habt sie, so wie alle Doof. Aber die Macht ist untätig ohne Handlung und Wahl. Denkt darüber nach, während sich das Feuer in eurem Zoom, eurem Atem aufbaut. Zoom Arg Mora, was werdet ihr verbrennen, was verschonen? Grem Yolok. Seid gegrüßt. So, und mit den letzten weisen Worten von Parthonax bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.